Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Rebirth in the God Mode. Wir haben letztes Mal mit Eden, aka The Mars, gespielt. Und deswegen bleibt uns noch ein Charakter übrig, den wir bisher noch nicht gespielt hatten. Und das ist The Blind. Ich bin sehr gespannt, was The Blind auf Lager hat. Und wir sollten vielleicht versuchen, wenn The Blind irgendwie stärker ist als erwartet, dass wir Destiny freischalten. Indem wir einfach für zwei Ebenen keine Leben aufnehmen. Oh hier, Bridget haben wir... Bridget haben wir auch noch nicht? 7 Herzcontainer. Okay, wir haben die immer zu schnell ausgegeben wegen den ganzen Devil Deals. Aber okay, dann spielen wir diesmal auf jeden Fall The Blind. The Blind. Aha, The Blind ist also blind. Und The Blind hat anscheinend 2 Herzen. Dann hat er noch das Book of Revelations. Das heißt, wir werden sehr gut... Okay, so schnell schießen tut er, glaube ich, nicht. Wir werden sehr gut wie heißen die? Cube of Beats und so freischalten. Beziehungsweise bekommen. Und wir haben noch diese komische Spur hinter uns. Was auch immer das mit Blindheit sein zu tun hat. Egal, wir setzen erstmal hier unser Buch ein. Das sollte ja nicht zählen als... als Herz aufgesammelt sein tun. Von daher könnten wir sogar echt versuchen, mit dem Charakter jetzt über 2 Ebenen keine Herzen aufzusammeln. Indem wir einfach immer nur dieses Buch einsetzen. Das sollte ja eigentlich machbar sein. 2 Ebenen, ja, easy. Wenn wir jetzt hier nicht so oft getroffen werden, dann sollte das sogar tatsächlich machbar sein. Hier liegen zwar schon 2 blaue Herzen, die wir mitnehmen könnten, aber brauchen wir ja nicht. Ich wüsste nicht wozu. Noch geht's uns sehr gut. So. Oh nein, das ist wieder so ein Raum. Oh nein, weh, ihr kommt da raus, ihr kommt da sofort raus. Du, komm her. Stirb bitte, bevor du da wieder reingehst. Oh, ich muss aufpassen, dass ich das Herz da aussammle. Okay, gut. Eigentlich perfekt, Musto. Nehme ich auf jeden Fall mit. So eine Revenge Fly ist immer gut. Die smarte Fliege. Und sonst holen wir uns auch den Schlüssel. Hätte ja was in diesem Block da drin sein können. War jetzt zwar nicht, aber egal. Oh, und das Book of Revelations braucht sogar nur 4 Aufladungen. Okay, nette Mod. Sehr, sehr nette Mod. Wir kriegen ein paar mehr Schlüssel. Das ist auch sehr schön. Ja, geil. Okay. Ja, der Start ist, glaube ich, ganz okay. Wir haben zwar kein super tolles Item bekommen, aber die Smart Fly macht ja auch gut Schaden, sobald wir einmal getroffen wurden, zumindest. Oder kann die so auch schon Schaden machen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ebbe gut. So, wir waren im goldenen Raum. Wir waren noch nicht im Shop. Wollen wir aber, glaube ich, auch gar nicht rein. Von daher ab zum Boss. Monstro mal 5 oder so. Haha, ich habe Rage Up. Loops. Oh Gott, okay, ich... Wie viele sind das? 2, 4? Das sind tatsächlich 6 Stück. Oh Gott. Okay, 6 kleine Monstros. 6 kleine Monstros in einem Raum. Wollen mich töten? Man glaubt es kaum. Okay. Da haben sie mich getroffen. Aber jetzt haben wir unsere Revenge Fly und die macht wahrscheinlich sehr viel mehr Schaden als wir. Haha, ihr habt euch euer eigenes Grab geschaufelt, in dem ihr mir wehgetan habt. Schlecht, Monstro. Schlecht. Richtig schlecht. Oh Gott. Der ist jetzt aber nicht so nett. Als ersten Boss gleich 6 von diesen Mistviechern. Okay, erster weg. Jetzt sind nur noch 5. 5 kleine Monstros. 4 kleine Monstros. Greifen in dem Raum mich an. Tun mir weh und schnaufen dann oder so. Okay, aber die Revenge Fly macht echt guten Schaden. Guck mal, wir müssen gar nichts machen. Die macht viel, viel mehr Schaden als wir zurzeit. Okay, würde mich ja mal interessieren, ob die dann auch stärker wird. Also, wenn wir stärker werden, ob die dann auch stärker wird. Das wäre nochmal interessant zu wissen, aber gut. Wir haben zumindest schon mal den ersten Boss besiegt und haben immer noch kein Leben aufgesammelt. Also erste Ebene schon mal ohne Herzen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das nehmen wir nicht mit. Dieses Herz kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Au. Oh Gott. Komm schon, 2 Ebenen ohne Leben einzusammeln, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wäre ja gelacht, wenn nicht. So, was haben wir hier Schönes? Oh, okay, das ist jetzt aber assig. Wenn der irgendwie, also wenn wir getroffen werden und der dann ein Herz droppt, dann kann es sehr gut sein, dass ich das aus Versehen aufsammle, obwohl ich das gar nicht will. Aber okay, ist okay, ist okay. Bisher ist okay, ist okay. Kriegen wir doch hin. Oh, wir machen auch Schaden mit unserer Wasserspur. Das sollten wir vielleicht auch ein bisschen nutzen. Wäre vielleicht eine gute Idee. Aber ich glaube, die rote Spur macht sogar mehr Schaden als die Wasserspur, oder? Also die Blutspur. Ich glaube schon. So. Dann du noch weg. Ich habe gesagt, du noch weg. Aha, da ist nämlich eine Münze drin. Das wusste ich.
hier. Ja. Spuck du mal. Triffst ja eh nicht. So. Und wäre schön, wenn wir dann jetzt gleich mal irgendwie einen Devil Room bekommen würden. Wo eventuell ein tolles Damage-Up drin ist. Und solange da nicht Hure von Babylon drin ist, dann können wir sogar... Dann müssen wir nicht mal Leben ausgeben. Das wäre auch ganz schön. Das wünsche ich mir von dir, Spiel. So, wir haben eine Bombe. Machen wir einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir kriegen unseren zweiten goldenen Schlüssel auf dieser Ebene. Sehr geil. Und wir brauchen 8 weitere Münzen. Okay, die kriegen wir noch irgendwo her. Irgendwoher kriegen wir die noch. Das verspreche ich euch. Na, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht ja doch. Man weiß es nicht. Wenn wir Glück haben. So, da ist ein blaues Herz. Das dürfen wir aber nicht mitnehmen. Erst nach dieser Ebene. Nach dieser Ebene können wir wieder normal spielen. Das wird toll, Leute. Das wird richtig toll. Endlich wieder normal spielen zu können. Ja. So, da ist ein blauer Stein. Jetzt habe ich dafür meine letzte Bombe verdaddelt. Ach, doch nicht. Da habe ich wieder eine Bombe. Easy. Was, du schubst dich weg. Ich lass dich hier nicht raus. Blöder Türsteher. Ich bin hier der Türsteher. Ich bin zwar kleiner als du, aber ich habe eine schwarze Maske auf. Dass sie keine Angst vor mir haben. Unglaublich. Unglaublich. Okay, die gucken aber auch Grumpy. Das sind... Grumpy Isaacs. Grumpy Fettis. Grumpy Fetti. Ja, hi Grumpy Fetti. Grumpy Fetti ist ein schöner Name für die. So. Oder nur Grumpy Fett. Grumpy Fett. Okay, nennen wir ihn Grumpy Fett. Weil er nur aus Fett besteht. Hahaha. Okay. Nein, nicht wieder Dingel. Oh Gott. Au, da war eine Dings. Lass mich in Ruhe. Gut, ich lasse das meine Revenge Fly machen. Die keinen Schaden macht, warum auch immer. Die ist eigentlich auf dem Gegner drauf, auf dem Boss. Frag mich jetzt nicht, warum die keinen Schaden macht. Eigentlich ist er da gut eingesperrt. Deswegen, das ist eigentlich gerade nice. Gut, lassen wir ihn frei. Ah, okay, er hat sich verbuggt. Sehr schön. Gut, wir helfen dir kurz, dich zu entbacken. Da, bitteschön. Jetzt bist du weg. GG. Er kriegt auf jeden Fall Schaden. Ich sehe ihn zwar nicht, er ist bei uns. Aber er macht uns keinen Schaden und wir machen ihm Schaden. Hi. Ja, also irgendwas ist da noch falsch mit Dingle, wie es scheint. Ich habe schon den Moddersteller mal gefragt, was man da machen könnte. Und ein Abonnent hat mir auch geschrieben, dass ich einfach mal die ganzen Mods neu installieren soll. Aber ich habe die ganzen Mods gar nicht mehr. Dann müsste ich die alle raussuchen. Das wäre richtig blöd. Habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. So, jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir nicht irgendwie ein Herz aufsammeln. Aus Versehen. Hier, Pheromone, The Moon, Hanged Man. The Moon ist ja eigentlich ganz gut. Okay. Jetzt kommen wir hier Pentagramm. Sehr schön. Sehr schön. Und ich glaube, das nehme ich auch mit. Ja. Und das natürlich auch. Gut. Ja, und wir haben über zwei Ebenen keine Herzen aufgesammelt. Jetzt sollten wir eigentlich... Dankeschön. Gut, da steht aber immer noch Eve, aber ich glaube, das ist normal in dieser Mod, dass da trotzdem der normale Name steht. Auf jeden Fall haben wir jetzt... wie hieß der? Gitchen? Nee, Gitchen haben wir schon gespielt. Wie heißt denn der? Wir haben irgendwen freigeschalten und das zählt. Wir haben den freigeschalten, für die wir über zwei Ebenen keine Herzen aufsammeln durften. Also dürfen wir jetzt wieder Herzen aufsammeln. So, also unser nächster Ziel... Unser nächster Ziel. Unser nächstes Ziel ist dann einfach... 7... Waren das 7? 7 Herzcontainer zu haben. Das könnte sich aber auch als schwer herausstellen in dieser Mod, weil es dann dauernd gute Devil Deals gibt. Und die braucht man ja auch, weil sonst verliert man am Ende. Au, du hast mir wehgetan, dafür stirbst du. Hier schon der Boss, echt? Ich würde gerne lieber mein Buch einmal einsetzen, bevor ich zum Boss gehe. Obwohl, ich habe schon einmal... Ne, habe ich nicht. Habe ich gar nicht. Das war eine Lüge. Verzeiht mir für diese Lüge. Tag, komm. Danke. Was kriegen wir hier? Eine kleine Kiste. Yay. Ich habe mir schon immer eine kleine Kiste einer großen Kiste gewünscht. So. Child's Heart. Mehr rote Herzen. Und wir haben unser Geld nicht zusammenbekommen für das Humble Bundle. Oh. Dabei wollte ich das so gerne haben. Verdammt. Alles geplant. So. Gut. Wir müssen auf jeden Fall noch in den goldenen Raum rein. Und dann müssen wir noch... Geld sammeln, wenn es geht.
für den Shop. Und da können wir eben auch schon wieder verlassen. Der Stairway aber noch. Lalala. Oder wo bringt denn The Moon hin? Bringt denn The Moon nicht sogar in den goldenen Raum? War das nicht so? Oder ist ein in den Geheimraum teleportiert? So oder so ist es eigentlich eine super Karte. Ja, die sehr tolle Karte. Und deswegen machen wir das jetzt auch so, weil wir sowieso zurücklaufen müssen. Gehen wir einfach in den Stachelraum und teleportieren uns dann da raus. Dann kriegen wir nämlich schon einen halben Schaden. Und dann sind wir glücklich. So, hi. Vielleicht kriegen wir noch ein Gabi-Item, das wäre auch sehr schön. So, ja, war fast ein Gabi-Item. Nehmen wir das und Geheimraum, alles klar. Na, guck mal, ich dachte sogar, der Geheimraum wäre da links gewesen, neben dem Stachelraum, also links neben dem Stachelraum. Ist scheinbar nicht so. Scheinbar nicht. So, allerdings müssen wir uns jetzt trotzdem rausspringen. Das ist ein bisschen blöd, aber sonst würden wir wieder Schaden bekommen. Und deswegen haben wir uns da ja eigentlich reingesprengt. So, und ich weiß, da war eben noch eine Batterie, aber die werde ich erst aufsammeln. Oh, wir haben genug Geld übrigens. Die wollte ich erst aufsammeln, wenn ich jetzt wieder das Buch benutzen kann. So. Tada! Mehr Leben für uns. Hier ist auch noch ein Herz. Warum habe ich das denn nicht mitgenommen? Wo kommt... Ach, weil wir Schaden bekommen haben, als wir reingegangen sind. Gimpy hat uns was geschenkt. Ja, Gimpy, du bist der Beste. Die beste Maske, die ich jemals hatte. Au. So. Ha, das kam sehr gelegen. Dankeschön, Immortal Friend. Du bist der Beste. Neben meiner Maske bist du der Beste. Du bist der beste Begleiter, den ich jemals hatte. Oh nein, kleiner Miniboss. Geh weg von mir. Nein, geh nicht hier hoch. Nein, ich bin hier. Ich bin hier. Ey. Uncool. Oh Gott, überall schießt hier Sachen rum. Au. Au. Wo ist meine Revenge Fly? Hilfe. Oh, wir kriegen da noch ein Fliegen-Item. Das heißt, wir haben da schon zwei Fliegen-Items. Fehlt... Oh, nein. Hier sind überall... Oh Gott. Oh nee, ich werde hier sterben. Der hat ja viel zu viele Leben. Und wo ist meine Revenge Fly? Meine Revenge Fly fehlt. Oh wow. Okay, warte. Ich nehme mal kurz das hier. Und das am besten auch. Hey, die werden uns beschützen. Die werden uns beschützen. Wir haben gleich keine Leben mehr. Ich muss hier raus. Oh Gott, ich muss hier wirklich raus. Ich sterbe. Der produziert viel zu viel. Oh nein. Okay, danke. Das hat geholfen auf jeden Fall. Ich werde nicht mehr viele Leben haben, denke ich mal. Wundert mich auch gerade, dass ich überhaupt noch Leben habe. Okay. Da gehen wir nicht nochmal rein. Da hat er ja übelst viele Leben und meine Revenge Fly ist weg. Das ist blöd. Warum ist meine Revenge Fly weg? Aber da war noch the One. Das sieht irgendwie echt blöd. Wir haben keine Bombe, um das aufzusprengen. Hier haben wir eine Bombe, um das auszusprengen. Jetzt hätte ich gerne nochmal meine The Moon-Karte. Die hätten wir lieber da einsetzen sollen. Ah. Das ist jetzt nicht so cool gelaufen, wie gedacht. Das war echt nicht so cool. Kann man sich aus dem goldenen Raum raussprengen? Ich glaube nicht. Ich will da ehrlich gesagt nicht nochmal reingehen. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Das ist es. Dies ist es nämlich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das gerade nicht sehr schön. Eine nicht sehr tolle Erfahrung war das. Eine eher weniger tolle Erfahrung. Aha, okay. Wollen wir dann da vielleicht doch nochmal rein? Dann haben wir jetzt eigentlich ganz viele Leben. Man weiß es nicht. Na, da war halt noch ein heftiges Tears-Up. Aber ich komme da nicht mehr raus. Und ich werde den nicht töten können, ohne meine Revenge Fly, die irgendwie weg ist. Und ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist einfach weg. Ich brauche meine Revenge Fly für alles. Wir haben nämlich noch keinen Schaden. Na gut, wir haben schon ein Pentagramm gefunden, aber irgendwie hat das nicht wirklich viel Schaden gemacht. Also mehr Schaden gemacht. Oh. Erstmal die Seiten töten. Danke. Und ich glaube, der macht sogar einen ganzen Schaden, oder? Pro Treffer. So. Oh, wow.
Oh Gott, ich hasse das, wenn der ganze Raum voller Kacke hier ist. Die spawnen einfach so richtig viele Gegner und dann machen sie überall diese Spuren auf dem Boden hin. Und dann sind sie blöd. Ich hasse das. Ich hasse dich. Stirb. Du auch. Warum hinterlässt du überhaupt eine Spur? Bist du blöd oder so? Du läufst aus. Tu doch was dagegen. Man produziert da halt so richtig viele Gegner. War auch schon lächerlich. Na, sollte leichter werden, sobald er keinen Kopf mehr hat, aber... Bis es soweit ist... Ich mache hier halt auch gerade gar nichts. Ich greife eigentlich die ganze Zeit nur die Dinger an, die er produziert. Das heißt, man kommt hier nicht weiter. Oder ist die Mod plötzlich schwerer geworden? Mit einmal, weil wir jetzt fünfmal Mutters Herz besiegt haben oder so. Oh Gott, nicht in die Ecke gehen. Nicht in die Ecke gehen, nein. Und du zwängst mich bitte auch nicht in die Ecke, danke. Ah, wir brauchen auf jeden Fall einen Devil Deal. Yo, schieß noch komischer weiter. Okay, jetzt sind es wenigstens nur noch Fliegen. Das ist ja ganz schön. Hilfe. Gosh, stirb bitte. Ich weiß halt nicht, wie viele Leben wir noch haben. Dieser Kurs ist echt schlimm. Aber ich vermute mal nicht so viele. Ich weiß halt auch nicht, wie viele Leben wir bekommen durch dieses eine Lebensupgrade. Aber anscheinend haben wir noch mindestens ein rotes Herz. Aber ich glaube, der zieht sowieso ein ganzes Herz ab. Das heißt, beim nächsten Treffer können wir schon tot sein. Unsere Range ist auch nicht groß genug. Ich nerve diese ganzen Bosse hier. Vor allem, wenn man keine Bomben hat. Und keine Revenge Fly, obwohl man die eigentlich schon hatte. Blöde Bugs hier. Ich hatte die Revenge Fly, ich weiß es. Oder die hat sich mit Dingle in die Ecke verpackt. Kann auch sein. Dingle hat also meine Revenge Fly dann kaputt gemacht. Na dann, Happy Birthday. Oh Gott. Bin ich da eingesperrt? Nein. Bitte lass mich raus, bevor er wieder spuckt. Danke. Ich bin die ganze Zeit nur damit beschäftigt, die ganzen Sachen zu töten, die er spawnt. Das ist voll lächerlich. Ah, dann hat er so viele Leben und spuckt die ganze Zeit blödes Zeug. Naja, immerhin hinterlassen die viele rote Herzen zumindest. Also ein Darkbomb wäre super. Ein Darkbomb wäre richtig toll. Ich wünsche mir einen kleinen Darkbomb. Dann nehme ich auch das Scheißhart mit, das wir da hatten. Weil dann wird sich das richtig lohnen. So, wie lange sind wir jetzt schon bei dem Boss hier? 5 Minuten oder so? Das ist der zweite Boss. Okay, wir müssen anscheinend... Der ganze Raum ist auch grün. Wir müssen anscheinend richtig viel tun, damit wir unser Cube of Meat bekommen. So. Hätten wir mal The One mitgenommen, während wir da gestorben sind, dann wäre das hier auch doppelt so schnell gegangen, würde ich mal vermuten. So. Komm schon, du bist gleich tot. Danke. Das hat lang gedauert. Alter, okay. Was auch immer. Wir leben noch und das ist alles gut. So, ein Brimstone-Baby. Wafer, Darkbomb. Ich hoffe, wir sterben nicht. Oh. Hä? okay, wir wurden wiederbelebt. Ich weiß nicht warum. Aber ist mir eigentlich auch egal. So, hier, nimm mal alles mit. Alles. Cool. Wieso wurden wir wiederbelebt? Wir haben aber nicht Gabis Collar irgendwann eingesammelt, oder? Ich glaube nicht. Ich hab keine Ahnung. Achso, wir hatten sowieso von Anfang an 2 Leben, oder? Hatten wir irgendwas? Ich glaube, der hatte von Anfang an 2 Leben. Ah, wir sind Lazarus. Das heißt, wir sind ja so stärker geworden. Oh, nice.
Ja, komm, gib her. Gib mir mein Zeug, ich will mein Zeug haben. Okay. Ja, geil. Okay, ich trau mich ehrlich gesagt nicht in den anderen Raum da nochmal rein. Wir sind jetzt also Lazarus. Das heißt, wir haben auch eine rote Blutspur hinter uns, ja? Ist das so? Ist das so? Sieht man die nur nicht oder haben wir sie wirklich nicht? Aber auf jeden Fall ist unser Gesicht so rötlich geworden. Und deswegen, wir sind Lazarus, Leute. Wir sind einfach Lazarus. Das ist ja auch gut zu wissen. Warum sind die hier so schnell gestorben? Man weiß es nicht. Oh. Aber ich weiß, dass ich gerade sehr schlecht spiele. Wir sind einfach schon zweimal gestorben. Oh Gott. Und ich weiß gerade nicht, woran der eine gestorben ist hier. Scheinbar? Nee. Hä? Aber unsere Revenge-Fleisch ist halt wirklich weg. Das ist ein bisschen traurig. Aber sollten wir noch ein Fliegen-Item bekommen irgendwie? Dann sollten wir auf jeden Fall Lord of the Pit sein. Oh Gott, nein. Warum zwei von euch? Hätten wir wenigstens unsere Fliege, aber so ist das ja richtig bescheuert. Oh ja, der lässt halt auch noch seine Plop-Dinger los. Okay, das kann ja richtig schlimm werden. Gut, wir konzentrieren uns erstmal auf den einen. Oder so. Ich weiß es nicht. Toll, jetzt fliegen hier noch die ganzen Augen rum. Geil, das liebe ich ja. Nicht. Oh Gott. Komm schon. Oh, was ist das hier? Lass mich in Ruhe. Man muss auf so viele Sachen achten. Man muss darauf achten, wo sie hinspringen. Man muss darauf achten, wo sie hinschießen. Man muss auf ihre Augen achten. Man muss einfach auf alles achten. Das ist echt schlimm. Okay, der hat sein zweites Auge verloren immerhin, der eine da. Okay, jetzt fliegen hier auch erst drei Sachen rum. Das geht ja doch. Das geht ja doch. Ich meine, wir haben ja noch 1,5 Leben. Wenn eine tot ist, dann sollte es sogar eigentlich okay sein. Obwohl ich den Gegner auch schon alleine hasse. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ist eine tot? Nein. Ja. Okay, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ich kann nichts machen. Oh mein Gott! Das Auge, oder was? Das war ja wohl mal richtig schlimm. Boah. Wir hatten keinen Schaden und überall waren behinderte Gegner. Ich nenne sie jetzt behinderte Gegner. Alles Bastardgegner hier. Oh Gott. Diese Mod. Wenn man nicht in der ersten Ebene schon OP wird, dann ist das alles schwer. Beziehungsweise in der zweiten. Man braucht in der zweiten Ebene genug Leben, damit man sich richtig viele Double Deals mitnehmen kann. Und dann ist alles gut. Ein Tiersub. Okay, ein Tiersub ist schön. Piskus. Und My Reflection. Dadurch würden die Tränen so zurückkommen. Und Piskus? Was war Piskus denn nochmal? Tiersub und Knockback, okay. Knockback ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Die Tränen sind jetzt nur größer geworden, damit man sieht, dass es Knockback ist. Puh, okay. Anscheinend hatten wir richtig viel Glück am Anfang. Oder die Mod ist wirklich viel schwerer geworden. Denn wir hatten von Anfang an ja einen 4er Windstrike. Ob ich das jemals nochmal hinbekomme, man weiß nicht. Ich weiß es nicht. Au. Ich wollte den Schlüssel haben, tut mir leid. Oh, okay. Das ist schon mal ein schönes Item. So ein Humble Bundle Ding. So. Oh. Eine Pretty Fly, sehr geil. Und noch eine Tiersub.
Beides sehr geil. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, wir schießen schon recht schnell und das ist alles Knockback. Das heißt, ja, wir können die auf jeden Fall von uns fernhalten. Das finde ich eigentlich gut. Ist ganz nett. So. Wie die wegfliegen. Ist eigentlich ganz cool. Okay. Das ist schon mal ein besserer Anfang als eben schon wieder. Ich hätte ja auch die Herzen eigentlich aufsammeln sollen. Dann hätten wir eben zumindest ein paar mehr Herzen und dann hätten wir wahrscheinlich auch... Dann wären wir ein bisschen weitergekommen zumindest. Aber egal, dafür haben wir jetzt einen neuen Charakter freigeschalten. Aber in der Mod wird halt gar nichts verziehen. Wenn man irgendwas falsch macht oder irgendwelche Herzen nicht aufsammelt, dann fehlen die irgendwann. Dann fehlen die einfach und das ist nicht gut. So, weiche von mir, geh weg. Sehr gut. Yay, zwei Super-Treubomben und ich komme hier nicht weg. Oh, es ist so lächerlich. Es ist lächerlich, diese Bot ist lächerlich. Das sieht aus wie ein super Geheimraum. Aber ich gehe mal nicht hin. Okay, okay. Ab zum Boss. Hi, Dingel schon wieder. Der Buggy-Dingel. Buggy-Raggy-Dingel. Ne, Buggy-Raggy-Dingel. Alles gut. Packst du gleich wieder ein bisschen rum. Und klaust mir dann meine Smartfly, meine einzige Chance, den Run eben zu gewinnen. Du Bastard. Oh Gott. Oh Gott, was soll ich tun? Nein, bleib da oben. Er hat sich wieder festgefangen. Okay. Was auch immer. Ah, okay. Jetzt sehe ich ihn nicht mal mehr. Nett. Und wir haben nichts, was ihn irgendwie angreifen könnte. Da ist er ja. Aber ich treffe ihn nicht. Cool. Sehr cool. Also, wo bist du? Er ist ja in der Ecke, aber ich kann ihn nicht treffen. Kann ich ihn da irgendwie raussprengen? Nö. Gut. Also irgendwie. Du bist Buggy. Was soll der Mist? Ich kriege ihn da nicht raus. Wir haben nichts, mit dem wir irgendwie Schaden machen können. Und er ist hier nirgendwo im Raum. Vielleicht, wenn ich kurz Exit mache oder Continue. Ist er dann wieder da? Ah, toll. Darf ich ihn nochmal besiegen? Okay. Verpack dich diesmal bitte nicht, ja? Das wäre ganz nett. Aber ich muss anscheinend echt mal gucken, wie ich den... Wie ich das wegmache, dass er so rumbackt. Weil so kann man ja echt nicht gegen ihn kämpfen. Das ist unfair und doof zugleich. Wenn das gewollt ist, dass er so rumbackt, dann ist das eine schlechte Mod. Ah. Naja. Wenn er wenigstens stehen bleiben könnte, nachdem er gedasht ist. Aber nein, er fliegt halt die ganze Zeit so blöd weiter. Ja, okay, ich sterbe hier jetzt. Okay. So. Ich kann sowieso nicht viel machen. Was soll ich machen? Lalala. Ich muss hoffen, dass ich ihn irgendwann treffe und dann... Aber er wird uns davor töten. Ja, ja. Hier, komm. Töte mich. Töte mich. Komm her. Komm her. Danke. Sorry, aber so habe ich keine Lust, die Mod zu spielen. Ich schau mal, was das ist. Und dann bedanke ich mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Auch wenn das jetzt ein Kacktag irgendwie war. Mit Isaac, keine Ahnung, das war alles doof. Ich schau mal, wie ich Dingel repariert bekomme. Und dann spielen wir morgen einfach nochmal denselben Charakter. Ja. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.